Und damit ganz herzlich willkommen hier zu dem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal an, was die orthodoxe Kirche überhaupt ist, welche grundlegenden Informationen darüber bekannt sind, welche Informationen wir euch weitergeben wollen. Und dann haben wir das Ganze natürlich auch noch danach gegliedert, wie der Glauben überhaupt strukturiert ist, was die Inhalte des Glaubens sind und welche Bedeutung in diesem Glauben dann entsprechend auch Glaubensvertreter haben. Zuvor der kleine Hinweis, wir haben das Buch zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Das heißt, falls ihr euch gerade auf euer Abitur vorbereitet, oder auf die nächste anstehende Prüfung in Religion im Abitur, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei bei diesem Buch. Checkt es gerne aus, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Grundlegende Informationen über die orthodoxe Kirche. Ganz wichtig ist, dass die orthodoxe Kirche eine sehr wichtige Kirche ist. Sie ist nämlich die dritte größte Gemeinschaft von gläubigen Christen. Nicht Fehmeinschaft, sondern Gemeinschaft. Entschuldigt bitte diesen kleinen Rechtschreibfehler. Das heißt, wir haben hier grundlegend das Christentum, was sozusagen wie eine Konfession, ein übergeordneter Glauben hier einzuordnen ist. Und dann gibt es verschiedene Konfessionen. Also die drittgrößte Gemeinschaft von gläubigen Christen ist, wie wir jetzt gerade gehört haben, die orthodoxe Kirche. Also diese ist auch eine Konfession des Christentums. Und dann gibt es natürlich noch die zwei weiteren Konfessionen, einmal die Katholiken und einmal die Protestanten, die in dieser Reihenfolge dann entsprechend die erstgrößte und zweitgrößte Gemeinschaft von gläubigen Christen darstellen. Wichtig zu sagen ist aber natürlich, dass auch die orthodoxe Kirche mit ca. 300 Millionen Anhängern eine sehr große Gemeinschaft darstellt und dementsprechend auch eine Bedeutung für die Auslebung des Christentums hat und natürlich auch für verschiedene Strömungen innerhalb des Christentums sorgt. Und somit ist natürlich auch die orthodoxe Kirche, auch wenn sie hier in Deutschland eher unbekannt ist, eine durchaus wichtige Institution und hat damit natürlich auch einen Einfluss auf die internationale Wahrnehmung des Christentums. Grundsätzlich heißt orthodox richtige Verehrung oder bezeichnet den geweihten Raum des Treffens der orthodoxen Anhänger. Das heißt, wir haben hier praktisch die grundlegende Idee, dass die orthodoxe Kirche praktisch die richtige Verehrung ist, dass sie die richtige Verehrung überhaupt erst ermöglicht und somit lässt sich auch schon ein bisschen was über das Selbstverständnis dieser drittgrößten Gemeinschaft sagen. Die orthodoxe Kirche geht von sich selbst aus, dass sie praktisch die Möglichkeit hat, Gott richtig zu verehren, Jesus insbesondere richtig zu verehren und somit ist das natürlich von besonderer Bedeutung, auch schon die Namensgebung orthodoxe Kirche. Der geweihte Raum des Treffens, also dort, wo sich die verschiedenen Menschen bzw. die verschiedenen Anhänger der Konfession treffen, sind dann tatsächlich auch Räume, die entsprechend orthodox genannt werden können. Das heißt, auch hierfür findet sich eine Bezeichnung und letztendlich steht es ja auch im direkten Zusammenhang. Die richtige Verehrung kann nur in einem entsprechend geweihten Raum stattfinden und somit liegt das alles zusammen. Dabei ist die Entstehung der orthodoxen Kirche darauf basierend, dass es einen Streit um die Verehrung Gottes um 1054 gab und daraus dann eine Spaltung in Europa resultierte. Das heißt, grundlegend waren die Christen ja alle vereint, das heißt, es gab kaum unterschiedliche Strömungen und wenn, waren diese nicht sehr relevant. Auch Protestanten und entsprechende Katholiken waren ja eine große Zeit lang vereint. Dann gab es aber irgendwann hier in diesem Fall jedenfalls die Streit um die Verehrung Gottes. Das heißt, was ist die richtige Verehrung Gottes? Und wir sehen es anhand dem Namen schon, der Anhänger des entsprechend der orthodoxen Kirche gehen davon aus, dass sie diesen Streit sozusagen gewonnen haben, beziehungsweise dass sie diesen Streit anstoßen müssen, um entsprechend eine richtige Verehrung Gottes überhaupt zu ermöglichen, eine richtige Verehrung von Jesus zu ermöglichen. Und dementsprechend gab es dann diesen Streit um 1054. Das heißt, der ist natürlich schon fast 1000 Jahre her und dementsprechend besteht die orthodoxe Kirche natürlich schon sehr lange und dann hat aufgrund dieses Streites eine Spaltung in Europa stattgefunden, eine Spaltung der Kirche und das war in der Größenordnung damals einmalig und hier hat sozusagen die Spaltung in Ost und West stattgefunden, das heißt im Osten von Europa finden wir vermehrt dann eine Konfession vor und im Westen entsprechend dann die andere Konfession. Also diese grundlegende Ordnung ist hier
durchaus gegeben. Dabei ist die griechische und russische Sprache maßgeblich relevant für die orthodoxe Kirche. Das heißt, daraus kann man auch schon ein bisschen ableiten, wo diese Kirche insbesondere ausgelebt wird. In Griechenland ist es so, dass die orthodoxe Kirche tatsächlich um die 97-98% der dort lebenden Gläubigen sozusagen stellt, in Bezug auf das Christentum. Das heißt, ein Großteil der Menschen, die in Griechenland beispielsweise leben, sind griechisch-orthodox. Und das zeigt natürlich auch schon eine gewisse, dass dieser Streit um die Verehrung Gottes und anschließende Spaltung in Europa dann entsprechend auch einen Einfluss auf das heutige Leben hatte. Und auch die russische Sprache, also auch in Russland, wird das Ganze sehr stark ausgelebt. Die orthodoxe Kirche, also auch dort von großer Relevanz für das christliche Leben in der Gesellschaft. Wichtig ist natürlich, dass auch in Deutschland sich orthodoxe Gläubige finden lassen. Ihr müsst allerdings auch davon ausgehen, dass das eher wenigere sind. Das heißt, in Deutschland ist es ja so, dass insbesondere die Katholiken und auch die Protestanten eine deutlich größere Glaubensgemeinschaft darstellen. Auch Muslime sind hier eine wichtige Glaubensgemeinschaft. Die orthodoxen Gläubigen sind natürlich auch wichtig, aber sind eher weniger vertreten in Deutschland. Kommen wir dann zu den Inhalten des Glaubens. Natürlich ist es so, dass wir in diesem Video das nicht komplett detailliert und fundiert darstellen können, aber wir können euch die grundlegenden Inhalte darstellen und natürlich wollen wir euch insbesondere auch die Unterschiede zu anderen Glaubensrichtungen oder Konfessionen innerhalb des Christentums darstellen. Eine ganz wichtige Gemeinsamkeit ist dabei, dass die orthodoxe Kirche die 7 Sakramente der katholischen Kirche letztendlich übernommen hat, beziehungsweise diese sehr ähnlich praktiziert. Es gibt durchaus kleine Unterschiede, aber im Wesentlichen kann man sich merken, dass die 7 Sakramente, also Taufe, Beichte, Firmung, anschließend die Ehe, die Kranksalbung und die Weihe der Priester und Bischöfe, entsprechend diese 7 Sakramente auch beibehalten haben. Das heißt, die orthodoxe Kirche orientiert sich hier wirklich an der katholischen Kirche. Also letztendlich lässt sich hier diese Anerkennung der Verehrung Gottes beziehungsweise der Verehrung ihrer Mitglieder dann doch ansehen. Das heißt, dass die orthodoxe Kirche sich abgespalten hat, heißt nicht, dass sie alles ablehnt, sondern eben nur entsprechende Teile. Ganz wichtiger Unterschied ist, dass die Bilder mit Heiligen und Jesus Ikonen genannt werden. Das heißt, auch in der katholischen Kirche beispielsweise, aber auch in der protestantischen Kirche gibt es ja immer wieder entsprechende Bilder mit Heiligen, insbesondere in der katholischen Kirche auch viele Bilder mit Jesus. Und diese Bilder sind erstmal in der orthodoxen Kirche wesentlich häufiger vertreten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass in den Kirchen sich diese Bilder wesentlich häufiger finden lassen, dass Heilige und Jesus dabei aber auch noch eine größere Relevanz zugeschrieben bekommen. Das heißt, innerhalb des Glaubens spielen Heilige und entsprechend insbesondere Jesus auch eine wesentlich größere Relevanz für die Auslebung des Glaubens. Und das ist dann entsprechend wieder auf diesen Grundgedanken der richtigen Verehrung zurückzuführen. Dabei werden diese Bilder dann Ikonen genannt und die Bilder werden dann entsprechend auch geküsst. Das heißt, häufig gibt es eine Ikonenwand. Und diese Ikonenwand ist praktisch innerhalb eines Raumes, also eines geweihten Raumes aufgehangen. Dort finden sich ganz viele Bilder mit Heiligen und Jesus. Und da diese so eine hohe Relevanz innerhalb der Auslebung des Glaubens haben, ist es auch logisch, dass diese dann besonders geehrt werden. Und dementsprechend werden sie dann besonders häufig auch geküsst, also das ein wesentlicher Bestandteil der orthodoxen Auslebung des Glaubens. Dabei ist auch auffällig, dass die Kirchen deutlich mehr geschmückt sind und auch in Klöstern das extremer vorkommt. Das heißt, da haben wir natürlich auch einen weiteren Unterschied zu der katholischen Kirche, insbesondere aber auch zur protestantischen Kirche. Die Schmückung der Kirchen wird hier wesentlich mehr ausgelebt und das lässt sich ja auch schon darin finden, dass diese Bilder mit eigenen Heiligen und Jesus dann entsprechend auch von besonderer Relevanz sind. Ein solches Pendant gibt es praktisch in der katholischen und protestantischen Kirche ja nahezu nicht. Dort finden wir solche Ikonenwände definitiv nicht vor und auch dieses Küssen der Ikonenwände ist eher untypisch für den katholischen und protestantischen Glauben. Wichtig ist aber auch die Struktur der Glaubensvertreter. Das heißt, hier gibt es andere Strukturen, als das beispielsweise bei der katholischen Kirche ist. Diese sind nicht dem
Papst untergeordnet. Das heißt, mit Rom hat die orthodoxe Kirche nichts mehr zu tun. Das geht entsprechend aus der Geschichte hervor, aus dieser Spaltung von europäischen Gläubigen, von europäischen Christen 1054. Aus diesem Gedanken ist praktisch dann auch die Spaltung hervorgegangen und entsprechend auch die Loslösung vom Papst, von der Bedeutung vom Papst. Und grundsätzlich ist es so, dass es hier die höchste Ebene praktisch die eigenen Erzbischöfe sind. Diese werden dabei meistens Patriarch genannt und stellen kein direktes Oberhaupt dar, beziehungsweise sind alle gleichberechtigt. Das heißt, es gibt kein direktes Oberhaupt, wie es beispielsweise in den anderen beiden größten christlichen Vereinigungen gibt. Es gibt keinen Papst, das ist nochmal ganz wichtig. Priester können dabei nur Männer werden, das ist dann die nächste Stufe. Und dürfen aber heiraten, das ist Erzbischöfen nicht vorbehalten. Das heißt, diese dürfen nicht heiraten, Priester hingegen schon. Das heißt, das ist eine weitere Entwicklung im Vergleich zur katholischen Kirche insbesondere natürlich. Und zusätzlich gibt es Diakone, die können sowohl männlich als auch weiblich sein und dürfen selbstverständlich auch heiraten. Das ist dann die letzte Stufe der Glaubensvertreter. Eine ganz wichtige Sache hier ist noch, dass in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, ja, die Kirche explizit vom Staat getrennt ist, dass der Staat kein Kirchenstaat ist und dementsprechend eine entsprechende Trennung stattfindet. Und das ist ganz wichtig, das findet hier nicht statt. Also im orthodoxen Glauben ist es so, dass die Kirche und der Staat nicht voneinander getrennt sind, nicht voneinander getrennt werden. Und das ist insofern relevant, als dass die Kirche und der Staat dann entsprechend natürlich auch ein anderes Verhältnis zueinander haben, Auswirkungen aufeinander haben. Das heißt, insbesondere zum Beispiel in Griechenland hat die Kirche eine große Auswirkung auf den Staat und da lässt sich dann immer wieder auch feststellen, wie entsprechend die Kirche mitwirkt, aber auch der Staat von großer Bedeutung für die Kirche ist. Also es ist teilweise auch eine Wechselbeziehung. Und damit soll es gewesen sein mit diesem Video. Zunächst nochmal eine kurze Zusammenfassung. Über die orthodoxe Kirche sollte man sich merken, dass es die drittgrößte Gemeinschaft von gläubigen Christen mit ca. 300 Millionen Anhängern ist. Dabei bedeutet orthodox letztendlich nichts anderes als richtige Verehrung und das ist auf dem Streit um die Verehrung Gottes um 1054 basiert. Dieser hat ausgelöst, dass eine Spaltung Europas des Christentums stattgefunden hat, insbesondere in Ost und West. Und ganz wichtig für die orthodoxe Kirche ist die griechische und russische Sprache, wo dementsprechend auch die meisten Orthodoxen leben. Auch in Deutschland finden sich einige orthodoxe Gläubige, allerdings ist es keine große Religionsgemeinschaft hier in Deutschland. Die Inhalte des Glaubens basieren maßgeblich auf den sieben Sakramenten, die es auch in der katholischen Kirche gibt und diese praktizieren sie auch. Dabei ist ein wesentlicher Unterschied, dass die Kirchen wesentlich mehr geschmückt sind und auch die Klöster extremer geschmückt sind, insbesondere mit heiligen Ikonenwänden, die Bilder mit Heiligen und Jesus dann entsprechend darstellen und auch gerne geküsst werden. Die Struktur ist dabei, dass eigene Erzbischöfe, Patriarche sozusagen an der obersten Stelle stehen. Es gibt kein Oberhaupt, sie sind nicht dem Papst untergeordnet und Priester können dann entsprechend nur Männer werden, dürfen allerdings heiraten, das ist Erzbischöfen nicht vorbehalten. Und dann gibt es noch zusätzlich Diakone, die entsprechend männlich und weiblich sein dürfen. Kirche und Staat sind dabei nicht getrennt, das ist ein wesentlicher Unterschied zum Christentum, wie es hier in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich praktiziert wird. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Falls ihr noch Lust habt, könnt ihr auch gerne das Buch zu dem Thema jetzt in der Videobeschreibung auschecken. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Dort haben wir es als Taschenbuch und als E-Book als ideale Vorbereitung auf viele Themen von Religion für euch jetzt verlinkt. Also dabei ganz viel Spaß und dann würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.